Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir sind durch mit dem Nuka-Cola-Werk und haben da ja noch irgendwas gefunden. Irgendeinen Raider, glaube ich, der sich hier eine Nuka-Cola-Formel holen sollte. Irgendwas in dieser Art und Weise. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich weiß nur noch, dass die den in der hier Tricycle-Fabrik treffen wollten, in dieser Dreirad-Fabrik, die ja direkt hier nebenan steht. Und da werden wir jetzt hingehen. Was ist das denn? Moment. Jetzt erstmal gucken. Da irgendwo müsste diese Dreirad-Fabrik sein. Jetzt will ich gerade mal gucken, was hier vorne ist. Die Enklave? Rebuilding America, Future Today. Alles klar. Oh fuck. Ich nehme erstmal wieder ein Stimpack. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, was das ist, weil mir das vorher so gar nicht aufgefallen ist. Na, habe ich einen. Ich habe ihn getroffen, aber er ist auch wieder nur zurückgeflogen. Komischerweise. So, und jetzt sind wir wieder Level 20. Doch, Level 20. Das, was wir schon in. Das war lauter als sonst, oder? Das, was wir schon im DLC waren. Da wir das aber nochmal neu gemacht haben. Naja. Oder habe ich irgendwas, das ich anderes haben möchte? Eigentlich nicht, ne? Schleichen wäre. Na egal. Oder? Nee. Kann ich ja vielleicht nächstes Mal machen. So. Entdecker. So, und wie ihr seht, haben wir noch einiges zu entdecken. Jetzt geht das mit dem Husten wieder los. Ich fasse es nicht. Overlook Drive in Klippenhöhle? Ja, Klippenhöhle. Andale. Fairfax Rule. Nee, du willst mich doch jetzt wohl verarschen. Das hatte ich doch die letzten Tage nicht mehr, das blöde Husten. Red Racer Fabrik, da müssen wir hin. Überflutete Metro. Hubris Comics, Mason District, South, Falls Church, oh Gott. Kanalisationszwischenbereich. Das ist auch so ein deutsches Wort. Ich würde gerne wissen, wie das im Englischen heißt. Naja, gut. Das sind doch mindestens zwei, genau. Und da liegt der andere in mehreren Teilen. Gut. So, Red Racer Fabrik. Dann müssen wir erstmal wieder da hoch. Eventuell könnte ich da hochspringen, aber ich kenne mich. Das wird nichts. Wir haben jetzt in der ganzen Fabrik nur drei Nuka-Colas gefunden, ne? So viel ist das ja nicht. Und mindestens zwei der drei Stationen, die da angegeben wurden, wohin sie geliefert wurden, hatten wir ja auch schon. Ne? Was macht der denn hier so ganz alleine? Da hoch? Ja. Boah. Diese Sonne, ne? Oh.
Halt, das ist der. Hier waren wir ja schon. Ach, wir haben immer noch diese Rüstung an, deshalb klappert das so. Okay. Verstehe. Dann bräuchten wir bald, wie gesagt, mal wieder ein paar Tellen-Company-Söldner, damit wir... Nee, die sind freundlich. Das sind die, die wir treffen sollen, oder? Ich hoffe, ich musste jetzt nicht die Hockeymaske oder so mitnehmen. Halt! Was tun Sie hier? Ich habe die Formel für Nuka-Cola... hey, immer mit der Ruhe. Ich wollte nur hier durch. Ich wollte nur Bescheid geben, dass Mercy ja tot ist. Mercy hat es nicht geschafft? Verdammt! Wie sollen wir denn spielen, wenn wir nicht mal genug Leute im Team haben? Naja, solange die Formel vorliegt, denke ich, sind wir noch im Geschäft. Wer sind Sie und warum reden Sie so? Ich heiße Goalie Ledoux und bin der Kapitän von Sudden Death Overtime, dem letzten der Eishockey-Gangs. Es gab eine Zeit, in der jede Stadt ihren eigenen Eisverein hatte und Tausende in die Riesenarenen kamen, um die Spieler anzufeuern. Wir werden diese Tage wieder auferstehen lassen. Okay. Wow, wenn Sie das sagen. Verkaufen Sie uns jetzt diese Formel oder müssen wir zum Bulli? Zum Bulli? Ich lege 250 Kronkorken auf den Tisch. Na, wie ist das? Ich kann damit eh nichts anfangen. Also, ja, wir kriegen XP dafür, ne? Verdammt noch eins, ich gehe zum Bulli? Nee, dann werde ich die wahrscheinlich alle machen müssen. Nee, für 400. Gut gespielt und ich kenne mich aus in der Materie. Hier. Okay, Leute, hauen wir ab. Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, ob man damit vielleicht doch noch was anderes hätte machen können. So, den Standort haben wir theoretisch noch nicht entdeckt. Aber... ich würde mal sagen... wir gehen hier rein, oder? Oh, jetzt müssen wir so oder so reingehen. Jetzt haben wir es entdeckt. Factory Floor. Sehr dunkel hier. Man sieht fast gar nichts. Ah, okay. Ich glaube, ich gehe dann erstmal die Büroräume ab. Reaver. Ich hoffe mal, es sind keine Reaver, aber hier, Ghoule. Bitte wo? Ich habe eine Mine gehört. Mine? Jetzt verzieh doch nicht so deine Miene. Achso, das waren Stützpfeiler. Hier ist auch alles im Arsch, meine Güte. In klein, wie süß. Mit einem Teddybär. Eine Harmonika. Schon wieder?
Was soll denn das? Kann mal hier jemand das Licht anmachen? Oder liegt das gerade daran, dass mein Raum hier etwas zu überbelichtet ist? Ich würde ja gerne das Fenster zumachen, damit es hier dann etwas dunkler drin wird. Aber meine Katze guckt gerade aus dem Fenster. Schon wieder? Immer wenn ich einen Ghoul töte. Halt, jetzt habe ich die Kamera mitgenommen. Ja, hier war der Ghoul. Jetzt ist nur die Frage, warum machen die diese Minengeräusche, wenn man die tötet? Mal hier lang. Okay, hier ist nichts. Eine Menge Altmetall finden wir hier anscheinend. Man sieht aber nicht. Oben reitet auch noch ein Teddybär. Das Ding ist relativ groß, ne? Sowohl Teddybär als auch... Aha, los, springen. Jackpot. Sache, den kann ich sogar mitnehmen. Ich glaube, den lasse ich aber hier mal. Ne? Irgendwie passt das doch. Mensch. So. Irgendwas muss ja auch ins Thumbnail. Und ich hoffe, ich habe mich daran erinnert, dass ich das hier auch ins Thumbnail aufbereite. Dass ich das hier ins Thumbnail auch mit reinnehme. Moin. Schon wieder. Wieso machen die diese Geräusche, wenn die sterben? Vielleicht hilft Trinken was. Ich würde hier wirklich... Da oben. Ich würde hier wirklich gerne einen Lichtschalter anmachen. Oh nein, das ist ein Reaver. Oh, fuck. Kann ich den von hier unten schon ein bisschen bearbeiten mit der... Wollen wir denn jetzt hier mit dem Gaussgewehr? Ja, wenn er natürlich nicht weggeht. Der Kopf. Ja, natürlich. Schieß dagegen.
Wenn ich ihn von hier unten kalt machen kann, das wäre super. Weil die Viecher sind... Die Viecher sehen auch echt gruselig aus. Autsch. Das Ding hat aber auch eine Reichweite. Das, was der auch immer wirft. Ja, natürlich, schießt er nochmal gegen. Na komm, der letzte Schuss. Okay, der vorletzte Schuss. So. Rüste ich aber trotzdem wieder die Kampfflinte aus. Also bis jetzt hatten wir Glück mit den Reavern, dass sie nicht direkt vor uns waren, sondern, ich sage mal, verhindert. Da kommt einer auf uns zu, das ist ein normaler. Da kommt noch einer auf uns zu. Nee, der ist da oben. Das wird noch ein Spaß da oben. Pass auf, der fällt uns gleich in den Rücken, weil ich hier jetzt rumsuche. Oder er bleibt da oben, weil er nicht weiß, wie er hier runterkommen soll. Munition. Komisch, man findet mehr Munition in Schreibtischen als in Munitionskisten. Na, ich freue mich schon auf den ersten Reaver, wo wir kein so großes Glück haben. Wusste ich doch. Gut, dass wir Feuerresistenz hatten. Ich weiß nicht, warum ich das Vorkriegsgeld nicht mitnehme. So, hier geht es nirgendwo weiter, außer nach oben. Nee, hier geht es noch auf der Ebene weiter. Gut getan, ne? Die Munitionskisten. Was wir vor dem Krieg waren. Eine Gemeinschaft. Wunderbar und mächtig. Wie kommt man hier wieder hoch, wenn man hier runterspringt? Da vorne. Und das geht dann wohin? Ach, da. Moment, ich geh... Oh, läuft nass. Die tun auch nochmal weh. Na, ist doch. Bei denen explodieren immer die Köpfe, ne? Mein linker Fuß schläft ein. Das ist nicht gut. Oh. Gut, das war die Kantine. Dass man erst so einmal durch die komplette Halle gehen muss. Durch die komplette Fabrik, um zur Kantine zu kommen. Ist ja ein bisschen so, wie moderne Geschäfte aufgebaut sind. Alles, was man kaufen muss oder was man kaufen will, also was man sich auch wirklich aufschreibt auf eine Liste, ist meistens hinten im Laden, während das, was man nicht so braucht, immer weiter vorne ist. Da muss man nämlich erst durch die ganzen Dinge, die man eigentlich nicht braucht, durch, sieht vielleicht etwas, das man dann doch ganz gerne hätte und kauft so mehr ein. Aber was soll man, wie soll das hier in der Fabrik funktionieren?
Wenn sie durch die ganzen Produktionsanlagen durchgehen, denken sie dann, oh, vielleicht arbeite ich doch erst noch ein bisschen mehr, bevor ich zur Kantine gehe. Meine Kampfflinte ist schon zur Hälfte kaputt. Was kann ich denn sonst noch so nehmen? Das bewahre ich mir auf für schwere Gegner. Ich habe eine Menge... Oh ja, das könnte ich nehmen. So. Aber das packe ich weg, solange ich es nicht brauche. Ansonsten ist dieses Zischen die ganze Zeit da. Ich muss schon sagen, ich freue mich schon so ein bisschen auf Fallout 4, wo wir hier mehr mitnehmen können, dass auch was hilft. Ich baue ja ganz gerne. Ich fand das ein nettes Feature, auch wenn sie vielleicht dann doch ein bisschen zu viel anderes vernachlässigt haben, um dieses Feature da reinzubringen. Aber ich mag es trotzdem. Und da wird dann richtig geplündert. Da wird alles mitgenommen. Kein Wenn und Aber. Okay, ich darf mich jetzt nicht wieder verlaufen. Moin, wo kommst du denn her? I don't want to set the world on fire. I just want to start.